Sehr geehrter Frau Stadtverordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Also, die CDU scheint ja wirklich beschlossen zu haben, den Oberbürgermeister-Wahlkampf mit viel Klamauk zu betreiben. Also, wir hatten diese elende Weihnachtsdebatte. Jetzt haben wir die Debatte über die Bratwurst am Tag der Erde. Und wenn das die Logik ist, die auch der Weihnachtsdebatte zugrunde lag, dann warte ich jetzt noch auf den Änderungsantrag der AfD. Aber dass ernstzunehmende Fraktionen und Stadtverordnete hier zu diesem Antrag noch ernsthaft jetzt Änderungsanträge formulieren, das finde ich ein bisschen schräg. Also vor allem mit was für hohen Tönen hier der Protest intoniert wird, ne? Also da heißt es dann in dem, was heute nicht als Anfrage dann tatsächlich in der Fragestunde beantwortet werden musste, die grundgesetzlich garantierten Freiheits- und Bürgerrechte der Bürgerinnen und Bürger, dass sie bitte schön eine Bratwurst essen dürfen. Also lassen Sie doch mal die Kirche im Dorf. Oder in dem CDU-Antrag selber heißt es dann am Schluss, jeder Besucher des Festes muss die Möglichkeit haben, frei und selbst zu entscheiden, was er isst. Richtig, richtig. Freiheit besteht dann doch einfach darin, wenn man zu einem Veranstalter geht oder überlegt, zu einem Veranstalter zu gehen, das auch bleiben zu lassen, wenn es nicht das gibt, was man halt so im Angebot haben möchte. Ja, dann bleibt man halt weg. Ich will es mal ernsthafter machen. Die industrielle Fleischproduktion hat eine ganze Menge an negativen Nebenwirkungen. Sie sorgt in Deutschland und weltweit für Abholzung von Regenwäldern durch Soja. Ach, das wollen Sie nicht hören. So, sie sorgt für die Abholzung von Regenwäldern durch die Sojafuttermittel, die beigestreut werden müssen. Sie sorgt dafür, dass Export von Billigüberschüssen der EU in den Importländern des Trikont die lokale Ökonomie zerstören und so weiter und so weiter. Also das heißt, wir ernähren uns in der Tat in Europa auf eine Weise, die unser Klima zerstört und gleichzeitig Ökonomien und Ökologie des Trikont vernichtet. So, das zum Thema zu machen und dann tatsächlich mal an einem Tag bei einer Veranstaltung, noch dazu dem Tag der Erde, also einer Veranstaltung, die unser Klima, die Zukunft unseres Planeten und die Zukunft unserer ökologischen Grundlagen zum Thema hat, kein Fleisch anzubieten, ist das gute Recht der Veranstalter. Das gehört nämlich auch zu den Bürgerlichen. Also insofern würde ich ungern das gegeneinander ausspielen lassen. Wie gesagt, der Sinn des Tages der Erde ist genau das. Und die Veranstalter können meinetwegen überhaupt kein Fleisch zulassen oder Bio, Bratwurst, meinetwegen, ist mir völlig egal. So, ich kann durchaus auch mal einen Tag überleben, ohne Fleisch zu essen. Der eigentliche Skandal, darüber müsste man sich vielleicht an anderer Stelle tatsächlich mal unterhalten, ist die Auswahl des Ortes, also genauer gesagt der Straße, die dazu führte, dass über 90 Stände nicht stattfinden konnten, weil dafür schlicht der Platz fehlt. Und wer dafür verantwortlich ist, das sollte man vielleicht tatsächlich mal überlegen. Letztendlich bleibt von der Debatte für mich übrig Autos und Wurst. Zu den Autos kommen wir später nochmal, wenn es um die Umweltzone geht. Da versteht der Nordhesse keinen Spaß. Den Eindruck könnte man zumindest bekommen. In Wirklichkeit glaube ich, dass diese Debatte, abgesehen von bestimmten Kommentarspalten der ANA und des Extra-Tipp, die Mehrzahl der Menschen in Kassel nicht interessiert. Die Mehrzahl der Menschen in Kassel und Umgebung möchte, glaube ich, eher über die wirklich dringenderen Themen diskutieren, die vielleicht auch hier wieder stärker im Mittelpunkt stehen sollten. Die Frage, wie wir bezahlbaren Wohnraum schaffen können, wie wir gegen prekäre Beschäftigung und Überausbeutungsverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt antreten, die Frage nach der Zukunft des ÖPNV und die Frage, wie die Inklusion Menschen und vernünftig gestaltet werden kann. Das ist doch die entscheidende Frage. Also, Sie können ja gerne über die Bratwurst diskutieren, aber bitte nicht unbedingt in dem Stadtparlament, in dem wir über die wirklich dringenden Fragen reden. Danke.